Meister von Fingerfertigkeit, Pat Perry. Es geht ums Lieblingspapier der Schweizer. Das Geld. Statistische Wiese. Ja. Würdest du vielleicht schauen, dass es eine echte Note ist? Ich würde es gerne anschauen. Also der Silberfaden, den haben wir. Die Unterschrift ebenfalls. Jawohl. Ist alles da. Gib dir das wieder. Gut. Du kannst es selber probieren. Nimm die 20er Note und tu die mit spitzen Fingern viermal falten. Ein kleines Päckchen machen. Mhm. Spannen wir jetzt dann, wenn wir das Päckchen wieder auffalten. So mit spitzen Fingern. Einmal, das Ganze exakt machen, zweimal. Dann gibt es ganz einfach 200 Franken. Kann jeder selber probieren. Gut. Also, ich tue draußen meine 20er Note stapeln. In dem Fall Pat Perry. Fingerfertigkeit, Beweglichkeit. Ist das alles, was es zum Zaubern braucht? Es ist ein Teil, es ist der technische Teil. Mhm. Und was ganz wichtig ist für die Zauberei, ist sicher das Zusammenspiel mit den Zuschauern. Also da gehören natürlich auch die Schauspielerei dazu, das Theater, Psychologie. Man arbeitet mit Menschen zusammen und dieser Faktor ist ganz wichtig. Mhm. Was fasziniert dich persönlich denn selber an der Zauberei? Eigentlich genau dieser Faktor, dass es eben nicht etwas ist, das man einfach so abspult, sondern dass man sich jedes Mal wieder auf die Leute einstellt. Und jedes Mal ganz nahe bei Zuschauern ist, wo auch einer kann sagen, darf ich die Noten mal anschauen, darf ich da mal... Das macht spannend. Jetzt hört man natürlich sehr viel von den ganz grossen Illusionisten, zum Beispiel im Copperfield, die natürlich durch ihre Tricks, die sie machen, für viel Furore sorgen. Ist das irgendwie, ich sage jetzt, eine Konkurrenz oder ist das völlig etwas anderes oder irgendetwas ein Ziel, das man erreichen will? Es ist ganz eine andere Sparte. Mhm. Für mich ist es nicht unbedingt das Ziel. Es ist etwas, das ganz wichtig ist, weil es für die Zauberei sehr ein gutes Image gibt, auch, dass eine sehr breite Bevölkerungsschicht sieht, mal, die Zauberei ist spannend, es ist von heute, es ist modern. Aber es gibt andere Sparten von Zauberei, wie die Zauberei, die halt ganz nahe ist bei den Leuten. Und es braucht beides. Genauso wie es in der Musik das Rockkonzert, Kammermusik, der Jazz-Solist braucht. Das ist ja nicht eine Frage vom Niveau, sondern eigentlich eine andere Art. Ja. Mhm. Hast du noch Illusionen, wo du ja die Tricks kennst? Absolut. Das ist die Illusion, das passiert auch im Alltag, wenn mal die verrückten Sachen einem passieren. Oder man sieht auch andere Zauberer. Und gerade dort versuche ich eigentlich abzuschalten, nicht der Zauberer sein, sondern einfach mich mitfliessen lassen, in einer Welt, in einer Märchenwelt, das zu geniessen. Das ist etwas Gutes. Scrapers in town, so put a green on down, up town, up town, up.